Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es ist einfach nur ja, verschoben. Es ist hinter die Fassade gedrängt, wie in unserer Gesellschaft halt auch. Das habe ich halt erkannt. Ich wusste am Anfang noch nicht, wie es richtig funktioniert, aber ich habe gemerkt, so funktioniert es nicht. Und wenn du jeden anschaust, im Grunde, jeder ab 20, 30 heutzutage nimmt Pillen, braucht irgendwas, damit er überhaupt ja, hier normal stehen kann, glücklich sein kann, irgendwie lachen kann und den Tag genießen kann. Es passiert nichts, die meisten können nicht still sitzen und daran sieht man es ja eigentlich auch. Weil dann immer sagt, ja, okay, Kinder, Frau sind schuld, Studium ist schuld, ich habe ja die Umstände, ich habe ja das. Jeder hat irgendwas. Der eine ist mit Kindern glücklich, der andere ist mit Kindern nicht glücklich. Und der andere hat dann keine Kinder und ist auch nicht glücklich. Es ist völlig egal, es gibt Superstars, Frau, Kinder, Geld, alles. Ja, bringen sich um, sind mit sich selbst nicht zufrieden. Und da merkt man halt dann, ja, wo geht's da eigentlich hin? Die äußeren Gegebenheiten sind irrelevant im Grunde. Man kann hier sitzen, selbst wenn es ein Chaos ist, du kannst das Chaos genießen. Auch in der Schule, was sich manche Leute über irgendjemanden aufregt, der dann da vorne steht und irgendwas erzählt. Wenn jemand mich beobachtet zum Beispiel und dann die Bedeutung entsteht nur im Kopf von den Worten, weil ihr meine Sprache kennt. Wenn ein Tier mich anschaut, das nimmt mich nur für das wahr, was ich ausstrahle, was ich bin. So. Wenn ihr jetzt Japaner sein würdet, ihr könnt einfach nur da sitzen. Was ist es, was ich erzähle, weißt du? Es ist einfach nur die Schwingung, das Gefühl, was da mitkommt. Und es kann ganz lustig sein. Es entsteht in deinem Kopf. Alles, was du wahrnimmst hier in der Welt, entsteht am Ende nur, du nimmst es wahr in dir selbst.